Präsident Deling, das passiert nichts, wenn du keinen Widerstand leistest. Liebes Fräulein, was passiert denn, wenn ich trotzdem Widerstand leiste? Wow. Hä? Was ist? Es tut mir schrecklich leid. Ich bin nicht der Präsident. Man nennt mich einen Double. Das heißt, dass es in Timber viele Widerstandsgruppen gibt. Die haben euch hierher gelockt. Und das ist so einfach reinfallt, ausgesprochen niveaulos. Niveaulos? Ich habe jetzt genug gesessen, mein Fräulein. Wow, das werde ich nicht vorlesen. Nur so war die Idee nicht schlecht, aber niemand darf sich dem Präsidenten widersetzen. Gegen ein Double, Alter. Hereingefallen, haben wir auch schon gemerkt. Alter, weiß der? So, wir schicken noch die GS los. Gebittersturm! Kann man das anfallen? Oh, man kann es anfallen. Uhaha! ...101, passt. Haben wir jetzt eigentlich schon mal jemals Siren angeguckt? Das ist gerade mal interessant zu wissen. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Machen wir vielleicht bei dem Kampf jetzt einfach mal gleich schnell. Er beißt echt. Zum Kotzen. Wieder mal können wir auch nicht anfeuern, also brauche ich das Ding nicht ausschalten. Wo ist mein Getränk? Hier ist mein Getränk. Gib mir eine Sekunde, ich trinke mal schon. ...500 Schaden, ich bin am Arsch. Ganz schön viel. Noch fertig getrunken übrigens. Sieht das eklig aus. War's das schon? Oh, wie geht's? Sieht nicht so aus. Wer bist du denn? Verdammtes Biest. Bro. Namta Lutok. Guck mal, was der für Zauber hat, der Sack. Shiva. Top so. Nee, das ist blind, das ist ja echt uncool gerade. Den Zombie haben wir auch erhalten. Gucken wir uns mal Siren an. GF Kletterkottel. GF Ifrit. Jetzt habe ich nicht gesehen, was er zaubert. Tobsucht, echt jetzt. Ich wollte mir Siren angucken, du blöder Kackratzen, ey. Mann! Entschuldigung. Mal gucken, wann wir den fertig haben hier. Ich muss bei dieser Musik immer mit 10.088. Der nimmt ordentlich Damage für Ifrit. Und trotzdem geht mir der Sack richtig hart auf die Eier. Bereits jetzt 31, Mann. Selfie, du bist dumm. Boah. Was kriegt sie jetzt noch? Ist sie wieder normal? Sie ist wieder normal. Anton Top, Medica, Lager. Falls mir so eine Scheiße passiert. Ich hab vergessen anzufeuern. Himmelarsch zu hören. Ist ja Bullshit. Muss mal ganz kurz mein Mikro ein bisschen runterziehen, Sekunde. So. Ich kann anders hin, das war ja voll im Bild. So, Draw. Medica mal 6. Na komm schon. Au, er macht echt Damage. Oh, sie. Ich will Siren jetzt noch sehen, im Arsch zu werden.
Na, guck mal. Kriegt der jetzt Schweigen? Ne. Wo geht der mir jetzt hin? Ach, du musst hin. Nochmal Medica. Himmelarsch zu werden. Mit seinen Status-Effekten geht der mir jetzt schon auf die Nüsse. Boah. Lass mir doch in Ruhe! Ach, den kann ich ja nicht anfeuern, oder? Nee. Das ist gerade richtig nervig mit diesen 1000 Status-Effekten. Geht mir das ein bisschen auf die Gurke. Ja, Gurke gesagt. Voll geil, das Song. Oder auch allein, das ist wirklich... Die Soundtracks sind einfach episch. Ach man, das kann ich... Sei will ich sehen! Egal, wir haben den Kampf geschafft. Sehr cool. Keine Erfahrung, weil es ja war ja am Boss. Zombie-Pulver mal 8. 20 AP für die GF. Stärke K von Shiva. Zuschauersmedizin von Siren. Diablos. Zeitwandler. Sehr cool. Das war tatsächlich ein Präsidentendouble. Es regt mich auf, dass wir darauf hineingefallen sind. Infos, Infos. Ich weiß jetzt, was der Präsident vorhat. Er will zum Fernsehsender. Das sind jetzt extrem viele Soldaten. Fernsehsender? Warum denn ausgerechnet in Timber von Galbadia klappt das doch genauso gut? Chef, hat das was mit dem dollen Sendeturm zu tun? Was ist denn das schon wieder? Im Fürstentum Dolich steht ein Sendeturm, mit dem Funkwellen gesendet werden können. Er ist zwar lange nicht in Betrieb, wurde aber von den Galbadianern reaktiviert. Aha, verstehe. Der Sender in Timber ist der einzige, der mit Funkwellen sendet. Alle anderen Sender benutzen HD-Kabelanschlüsse. Was hat das zu bedeuten? Sie machen Rundfunksendungen. Dadurch erreichen sie auch Gebiete, die keinen Kabelanschluss haben. So viel weiß ich auch. Ich wollte fragen, was genau der Präsident übertragen will. Warum will er Funkwellen benutzen? Er möchte etwas weltweit senden, auch in Gebiete ohne Kabelanschluss. Was könnte das sein? Frieden auf der Welt. Oh Mann. Selfie, halt die Klappe. Alle gleichzeitig. Funkwellen gibt es seit 17 Jahren nicht mehr. 17 Jahre. Wenn die Unabhängigkeitserklärung als erste Meldung gesendet wird, wäre das ein Wahnsinn. Hey, vielleicht klappt das sogar. Wir sollten uns das mal überlegen. Kleinen Moment, bitte, was machen die denn da jetzt? Sind die bescheuert? Muss ich jetzt warten oder was muss ich machen? Ah, kann mit meinen Leuten reden. Dürfen wir noch nicht nach Hause? Was steht eigentlich in dem Vertrag? Check das doch mal, Chef. Das soll eine Besprechung sein? Wir gehen jetzt einfach stören. Ey, Rinoa, Schlampe. Wir sind fertig, eine neue Mission. Zeig mir vorher mal den Vertrag. Ja, klar. Was steht da? Der Ballam Garden Auftragnehmer trifft hiermit eine Vereinbarung mit der Waldeule Auftraggeber über die folgenden Punkte. Der Auftragnehmer verpflichtet sich hier, sämtliche Missionen und Aufträge zu erfüllen, unabhängig von dem Aufwand und deren Folgen mit der... Keine Peilung. Wie? Habe ich auch nicht verstanden. Als ich dem Direktor das sagte, hat er mir diesen neuen Vertrag geschrieben. Der Direktor ist wirklich nett. Was steht da jetzt drin? Sehr geehrte Waldleute, dieser Vertrag zwischen Ihnen und den Seeds ist so lange gültig, bis Zimmer seine Unabhängigkeit wiedererlangt hat. Bitte was? Dazu wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Dies ist ein außergewöhnlicher Vertrag. Wir können keine zusätzlichen Seeds schicken. Erzählen Sie bitte auch niemanden von diesem Vertrag. Weil am Direktor ist Kramer. Och nee. Bis Timber unabhängig wird? Ist das ein Witz? Ihr seid doch Profis, keine Widerrede. So, wer geht jetzt mit? Ich sammle Informationen, ja, das war klar. Boah, gehen die mir auf die Eier, die beiden jetzt schon. Ich würde trotzdem gerne Rinoa mitnehmen.
Kann ich die rauspacken? Ah, die muss ich sowieso mitnehmen, dann nehmen wir noch Cell mit. So. Mal kurz was gucken. Zauber. Zauber, Selfie. Gar nichts mehr, okay. Was wir zuerst machen, ist, wir nehmen aber trotzdem mal kurz Items her. Was hat er für einen Effekt? Blind, oder? So, dann ist das auch geschehen. Wir gehen wieder speichern. So. Speichern! Platz 1! Ich ärgere das immer noch. Jetzt haben wir Rino an Bord und ich muss sagen, ich möchte ihn natürlich ausprobieren mit euch. Ist doch klar! Und da ist dieser Spast. Sender erreichen wir mit der S-Bahn. Meine Fetze hat wieder die erste durch die Fernbahn. Die ganze Bahn von uns lang liegt. Frag einfach in der Stadt. Wir sind bereit. Viel Glück, ich werde hier warten. Ja, war mir klar, dass du feige Fixsau hier wartest. Jemand spioniert in unserer Uniform herum? Er hat sich über den Besuch des Präsidenten informiert. Er fiel sofort auf, weil er über jede Einzelheit nachgefragt hat. Ich habe den Verdächtigen gesehen. Er hat 43 Jugendliche aus Bellab irgendwo hingeschleppt. Ich werde jetzt alle verdächtigen Jugendlichen abchecken. Kommt nicht in Frage. Ihr sollt doch nicht jeden Einzel... den Bürgern dürft ihr nichts... Den Präsidenten entführen. Eine Kampfansage gegen Galbadia. Wir werden sie finden und ins Gefängnis stecken. Ja, blöd, wenn man dir nicht zuhört. Lasst mich wenigstens zu Ende reden. Finde ich witzig. So, können wir? Jetzt weiß ich es wieder. Der Fernsender müsste hinter dem Timer Maniacs Gebäude zu sehen sein. Geht einfach in diese Richtung. Hab aber nicht gesagt, dass dort ein direkter Weg hinführt. What? Beeil dich. Verdammt, die Galbadia kommen. Seid bitte vorsichtig. Hier lauern überall Soldaten. Das Hotel könnt ihr nicht benutzen. Wenn euch schlecht geht, probiert bitte die Träne der Eule aus. Die bekommt ihr vom Alten neben dem Bahnhof. Aber ihr seht, seid ja stark und braucht sowas nicht. Oh, man nervt mich. Die beiden nerven mich so tierisch. Nehmt mich bitte mit. Ja, du bist ein Vollidiot. Hier ist immer wieder ein Timber, oder was? Ne, ganz toll. Das war ein Pet Shop. Kaufen. Die Potion. Aber wir haben so wenig Kohle einfach. Jetzt immer wieder ein Timber. Gehen wir uns mal Timber angucken, würde ich sagen, ne? Der gesamte Bahnverkehr wurde anscheinend gestoppt. Normalerweise fahren hier viele Züge. Ich liebe die Aussicht hier. So, gehen wir weiter. Timber Hotel. Oh, ein Weapon Shop. Was können wir da machen? Hallo. Wie? Stop, wait, what? Lol. Läuft. War jetzt nicht besonders. Ah, wir müssen die Jeffs noch angucken. Das habe ich jetzt gerade fast vergessen. Dum, 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 dum. Voll geil. So, GFs angucken. Weiß jetzt nicht mehr auswendig, wer das gelernt hat. Der nicht. Sie... Ja, kann da eigentlich drauf bleiben, oder? Ja, die bleibt da drauf. Er auch. Was macht Siren? GF HP. Ja, ist in Ordnung. Diabolus. Der soll mal die Trefferkopplung machen. Was will ich da rein? Alter. Wie kompliziert die Steuerung da gerade war. Ah, lol. Bringt uns also ja nichts.
Gehen wir einfach mal rumgucken. Du weißt doch, was deinem Kind passiert, wenn du einen Rebellen hier durchlässt, nicht wahr? Wir müssen schnell zum Fernsehsender, bevor jemand wegen uns zum Schaden kommt. Wir greifen jetzt an, die Schweine. Ihr Bürger aus Timber gehört doch alle zum Widerstand, Idioten. Wenn ihr euch fügt, würde diese Stadt bestimmt aufblühen. Und was mit dir? Bist du glücklich, nachdem du deine Seele verkauft hast? Wir pfeifen auf sowas, wir wollen nur unsere Freiheit. Wenn ihr das nicht begreift, werdet ihr uns niemals verstehen können. Wenn es nach mir ginge, bist du der Idiot. Halt die Klappe. Nein. Boom, 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 boom. Wisst ihr was? Jetzt schauen wir uns mal Siren an. Jawoll! Nachdem es gerade beim Bosskampf nicht funktioniert hat, machen wir es jetzt. Pass auf. Jeff, Siren. Klatsch. Gucken wir mal, ob die Zauber haben. Boah, guck mal, ein bisschen Feuer ziehen. Und der zieht ein bisschen Blitz. Siren wird schon reichen. Go. Oh, der kann schießen. Interessant. Wir warten aber kurz. Ah. Natürlich machen wir das so, weil es das erste Mal, ne? Voll geil, wie das aussieht. Boah, das war jetzt nicht so kräftig, wie ich dachte. Oh, die haben Schweigen. Und beide tot. Läuft. Sehr cool. So. Danke, ich konnte es nicht mehr aushalten. Vielen Dank, aber ich kann euch hier nicht durchlassen. Es tut mir leid. Was, wir retten die Schweine, lassen uns nicht durch. Nee, Spaß. Ich glaube, die haben einfach nur Angst um ihre Kiddies. Wollen wir mal ins Hotel gehen, einfach mal gucken. Entschuldigung, da hat gerade mein Spiel eiskalt minimiert. Hachi, ich liebe Katzen. Ich habe Katzenallergie, meine Tochter liebt Katzen über alles. Was mache ich nun? Hab Katzen. Keine Ahnung. Was sollst du tun? So. Wo geht's denn hier lang? Nirgendwo. Und wo geht's hier lang? Nirgendwo. Hä? Noch ein galbadianischer Drecksack. Oh, drei galbadianische Drecksäcke. Ey, fängt er hier eiskalt das Feuer an. Ich glaube, die brauchen auf die Fresse. Ich habe keinen Bock auf Federkörper. Und sie macht Feuer. Alter, 219. Läuft bei ihr. So. Und... auch die kriegen das Fresspaket und das war's. Entschuldigung. So. Fresserkotte und Diablos haben Level Up. Kann man hier weiterlaufen? Ah, da geht's weiter. Timer Maniacs. Und da ist irgendwas anderes. Come on. Ich hätte gerne einen Save Point. Machen wir uns einfach mit Basisattacken fertig. Scheiß drauf. Und Rino auch noch dem eine mitgeben. Wunderbar. Alle tot. Ah, schupp. Entschuldigung, mein Bein. So. Hübsches Haus. Gehen wir erstmal in das Haus da rein. Oder warte, machen wir hier runterlaufen.
Komm, dann gehen wir erstmal da runter. Für ein Dorfknecht hat er ja ganz coole Sachen. Er betreibt sich, die Bewohner sind schon unten wütend auf uns. Verhaftet sie. Probier das mal, Freund.